So, moin moin, wie wir hier in Norddeutschen sagen. Wir müssen uns jetzt erstmal Eisen besorgen. Und dabei erkunden wir auch noch ein bisschen was. Aber es wird angenehm. Also das ganze Spiel wird jetzt alles schön angenehm. So, Eisen ist für uns jetzt, ja, würde ich sagen, angebracht, ne? Wir trinken. Das Eisen ist jetzt für uns viel angebrachter, weil dann kommen wir hier auch ein kleines System rein. Dann haben wir hier, so, du bist noch nicht zu Ende gewachsen. Die nächstbessere Stufe sind die Pilze. Nehmen wir mit. Ist egal. Hauptsache, ich habe was zu essen. Der Rest ist mir völlig Schnuppe im Moment. So, wir müssen Wasser noch mal mitnehmen. Und dann das Schöne ist, er zeigt jetzt wenigstens rot an, wenn du irgendwas. Weil ich habe schon lange nichts mehr abgebaut, so wie im anderen. Auf der alten Map. Da bin ich ja immer ständig irgendwo drauf gekommen. Plopp, weg war's. Finde ich gut. So weiß ich, okay, ich bin jetzt gerade auf dem Abrissmodus. Also muss ich sagen, da haben sie echt. Da haben sie sich was einfallen lassen. So. Das können wir essen. Auf geht's. Wir begeben uns auf eine kleine Reise. Also da haben wir jetzt, da wissen wir, da kriegen wir jetzt Superlegierung her. Wir bekommen da Iridium. Das finde ich schon mal gut, dass wir das hier bekommen. So, und hier ist jede Menge Eisen. Komm. Ich brauche dieses Zeug. Die Startrampe wollten wir bauen. Genau. Ich habe es schon wieder fast vergessen. Silizium, Eisen. Wir sammeln jetzt. Das nehmen wir jetzt mit, weil wir das jetzt haben wollen. Die Blumen nicht, die können wir uns später holen. Wenn wir das hier nochmal. So, haben wir dann was für zwei? Ein Schrank haben wir schon mal. Brauchen ja mal drei Eisen für einen Schrank, ne? Jetzt haben wir schon immer noch einen Schrank. Wir haben immer noch einen Schrank, okay. Kann das sein, dass das mit dem Eisen. Ja gut, irgendwann hat man immer einen Engpass gehabt. Aber ein Schrank ist besser als keine. Das muss ich ehrlich sagen. So. Meine kleine Chaoshöhle hier drin. Da. Zack. Moment mal, kann ich hier? Das habe ich so. Dann machen wir das mal so. Silizium. Titan. Titan. Nehmen wir mit. Was siehst du, da können wir noch einen Schrank machen. Oh, es gießt. Wow. Regen. Wir haben jetzt Regen, gut. Wird das zu eng oder würde das passen, wenn ich da durchgehe? Ja, es wird zu eng. Oder mache ich das so? Zumindest haben wir hier einen Durchgang.
dass wir uns dann wenigstens hier ein bisschen frei bewegen können. Alles klar. So, Titan. Rein. Magnesium hätten wir dann das nächste. Zack. Ja. So. Guck mal, Titan. Ja. Alles klar. So. Titan kann hier rein. Hier war das jetzt nochmal Magnesium. So. Ja. Wahrscheinlich ist da ein Schreibfehler drin, aber das ist mir egal. Sowas von egal. Wichtig ist nur, dass ich weiß, was gemeint ist. So, dann sieht das alles schon mal. Siehst du, wieder zwei neue Schränke dazu gewonnen. Eisen, Eisen, Eisen. Eisen ist hier wirklich. Guck mal, da haben wir. Ja, nicht, dass ich die Sachen auch hinterher wieder brauche. Ich weiß, ich könnte jetzt die Maschinen anschmeißen, aber. Nö. Die schmeiße ich dann an, wenn es soweit ist, wenn ich es dann wirklich brauche. So. Den Bohrer, den könnte ich eigentlich ansetzen, weil damit habe ich zumindest erstmal die Grundstoffe. Und dann wird es mich auch interessieren. Sauerstoff habe ich genug, alles klar. Hey. Das ist Dolo, Dolo, Dolo. Weil ich würde gerne mal wissen, was der Bohrer rausschmeißt oder rausgibt. Das ist hier ein Eiswürfelchen, ich glaube das nicht. Ganz zu Anfang habe ich hier Eiswürfelchen gesucht. Dann war mit. Wir nehmen alles mit. Hier bleibt nichts mehr offen. So, der Mensch schlägt wieder zu. Der Mensch fängt wieder an auszubeuten. Gut. Wieso ist hier eine. Ach so. So. Alles wertvolles Material, was hier rumfliegt. Gut, bin voll. Ha. Ach hier, guck mal, können wir alles wegreißen, brauchen wir alles nicht mehr. Noch haben wir die Energie über. Das heißt, wir kommen in kein Dings, dann kann das hier, das ist alles Eisen, was hier jetzt rumfliegt. Das kann alles weg. War aber auch. Wir fangen schon mal an, hier aufzuräumen. Weil dafür haben wir ja unsere anderen Dinger hier. Ja. So, siehst du, war schon wieder auf Abriss. Entschuldigung. So. Titan. Haben wir. Silizium. Haben wir. Gut. Wir bauen noch mehr Schränke, weil wir können das.
wärst, wäre natürlich super. So könnten wir es machen. Müssen wir mal eben was gucken, oder? Klar, können wir das so machen, warum nicht? Oder? Gut, werden wir uns noch mal angucken. Was machen wir denn jetzt? Uran, Iridium, Silizium, Magnesium, Titan. Da denn rein in Zukunft. Dann muss ich hier wirklich nicht mehr. Zack. Ach, hier siehst du, Kobalt. Gut. Alles klar. Da haben wir hier jetzt das Aluminium drin in Zukunft. Die packen wir jetzt erstmal eben hier rein. Aluminium. Kobalt. Kobalt. Halt. Es heißt Kobalt. Ich weiß. Ich nenne es Kobalt. So. Zack, das ist gut. Gut. Oh, schon wieder Regen. Zack, zack, haben wir leer. Das lassen wir noch. So, dann geht's weiter. So, das geht hier rein. Haben wir. So, komm, für Leute, die getriggert sind. So, dann fühlt ihr euch jetzt besser. Ne? Ja. Nein. Ja, zack. Na, guck mal. So, einen Schrank haben wir jetzt noch. Oder? Ja. Zwei Schränke haben wir noch. Nice. Gut, dann machen wir das mit dem Schwefel. Zack. Schwefel. So, dann kommen wir hier mit dem Schwefel rein. So, wenn wir es gleich am Anfang schon sortiert haben, dann brauchen wir nicht mehr suchen. Gut. Nein. Okay. Da ist noch Schwefel versteckt. Wir wissen ja, wo wir Schwefel auch herkriegen. Zack. So, hier machen wir Stoff. Dann haben wir das auch schon mal. Da ist kein Stoff mehr drin. Hier haben wir noch einen Kobold. Hier haben wir nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Hier ist noch ein Stoff. Und los.
Zack, dann haben wir das auch schon mal. Hier ist der Kobold. Das haben wir auch. Also was ich noch nicht habe, ist ein Eisenschrank. Lol. So, dann. Das kann jetzt raus. Der Schrank kann weg. Kommt hier hinten ran. Zack. Jetzt die Frage, was machen wir da rein? Dolomin, Bauxit. Oder Eis für meinen Kühlschrank. Nee, den Kühlschrank würde ich lieber hier haben, weil also kein Eis. Machen wir Bauzig. Bauzig. Dann machen wir das. Erstmal. Machen wir das hier erstmal. So. Das sieht dann schon mal ganz okay aus. Gut. Dafür habe ich noch keinen Schrank. So, dann nehmen wir mal das Eis raus. Bleibt mal locker, okay? Warte mal. Das Eis raus, habe ich gesagt. Mal eben hier was futtern. So schlimm ist das nicht. Wir haben es jetzt. Pass mal auf, machen wir das raus. Den nehmen wir mal weg. Den versuchen wir jetzt da mal rein zu quetschen erstmal. Eis. Und ich würde sagen Wasser. So, Eis und Wasser würde ich sagen. Zack. Dann können nämlich da auch die Wasserflaschen reinfahren oben erstmal. Gut. Weil das ist immer die Sache, die man als allererste benötigt. Schon hier alles rausholen, dass man immer einen kleinen Vorrat hat, weil wir wissen, dass wir später auch noch mal Wasserflaschen ohne Ende für irgendwelche Herstellungsvorgänge brauchen. So, das sieht schon mal gut aus. Hier haben wir, packen wir die Pflanzen jetzt erstmal hier rein. Das nehmen wir mal raus, das kann hier rein. Das packen wir auch erstmal weg. So, Eis, Wasser, Essen. Ist das alles in einen Schrank? Sauerstoff machen wir ja auch rein. Na? So, das. Und mein Wasser, mein Standard, was ich immer mitnehme. Oder mitnehmen werde in Zukunft. So, wir haben jetzt kommen wir hier langsam in ein System. Muss ich sagen. Langsam kriegen wir das System rein. Das machen wir jetzt. Den essen wir nochmal. Das nehmen wir mit als Standard. So, dann müssen wir wieder rum. Ja, Eisen. Immer Eisen. Eisen ist im Moment der heiße Shit. So.
später richtig schön auf Reisen gehen, wenn wir hier alles haben. So, was können wir hier noch plündern? Mal hier die ganze Umgebung mal ein bisschen aufräumen. Das nehmen wir alles mit. Brauchen wir immer. Zack. Du kommst mit. Alles klar. So, die lasse ich noch einen Moment stehen. Da ist nichts drin. Dann war mit. Weg. Dann war mit. Weg. Siehst du? So. So nenne ich aufräumen. Gut, ich muss nochmal wiederkommen. Alles klar. Dann werde ich nochmal wiederkommen. Und werde hier nochmal aufräumen. Richtig schön aufräumen. So, das haben wir da hinten. Wissen wir jetzt, dass wir da die Rohstoffe rauskriegen. Ach so. Bevor ich jetzt noch irgendwas an Rohstoffen rauskriege. Ich baue uns jetzt erstmal unseren Erdbohrer. Und gucke mal, was der mir hier alles aus dem Boden gibt. Ob das jetzt die Standardsachen sind oder ob er mir eine bestimmte Substanz nur gibt. So, das werden wir erstmal hier hinten verteilen. Zack. Zack. Oh, guck mal. Damit können wir doch arbeiten. Zack. So, lass mich mal eben nach dem Erdbohrer gucken. Erdbohrer. Da nicht. Hier machen wir das mal. Weil den habe ich ja hier gesehen. Da ist er. Ach, Osmium. Ich glaube, ich weiß, wo ich Osmium herkriege. Ganz zu Anfang bin ich doch da hinten in der Höhle und habe Eis geholt und habe da irgendwie diesen komischen See gefunden, diesen gefrorenen. Vielleicht ist der frei. Warte mal. Wir können hier noch einen Schrank reinsetzen. Willst du nicht? Dann schied dich aus. Wenn du nicht willst, dann schied dich aus. Nein. Das ist... Wenn, dann machen wir das so. Ja. Ach, das ist der große Raum. Der hat ja keine Dings dazwischen. Alles klar, ich verstehe. Okay. Dann kann ich ja machen, was ich will. Dann machen wir das so. Fertig, aus. So. So, das geht jetzt hier rein. Komm. So. Dann schied dich aus. Gut. Das war Eisen. Dies haben wir. 1, 2, 3. Davon haben wir erstmal. Dann Wasser trinken. Gut. Einmal hier rauf. Das muss jetzt alles zur Routine werden. Einmal trinken wir. Und dann wird es mir ewig gut gehen. Den essen wir jetzt, weil wir es können. Und dann will ich da hinten mal rein und gucken, ob es da zufällig das gibt, was ich gerade denke. Wenn wir da mal auf die Reise eben schnell hingehen. Wir gucken uns mal eben... Ganz zu Anfang war ich ja da. Da habe ich ja diesen komischen schwarzen See gefunden. Beziehungsweise diese schwarze gefrorene Eisplatte. Da drinnen. Oder ich verwechsel hier irgendwas.
Das kann natürlich auch sein. Nee, brauche ich nicht. Hab genug. So, dann lass mich mal eben hier rein. Weil das wird ja auch alles irgendwann verschwinden, so wie es aussieht. Gut. Nehme ich gerne mit. Das nehme ich mit. Das auch. Das jetzt so sinnvoll ist, weiß ich nicht. So, was haben wir hier? Eis. Ganz normal. Da war dieser Gang, stimmt. Und das Ding meine ich. Das sieht mir doch schwer aus, dass das hier ist, was ich irgendwann mal brauche. Das Problem ist, ich komme nicht ran. Hast du was hier für mich? Da ist ein Chip, da ist ein Dings, ein Aluminium. Nee. Die Dinger meine ich. Da muss ich ja irgendwann mal ran. Dein Ernst? Das ist zu tief. Okay. Das ist alles zu tief. Halt, ich habe noch eine Sauerstoffflasche mit. Also keine Panik. Nein. Okay. Also Leute, da habe ich doch richtig gesehen. Das ist schon mal klasse. Da können wir unseren ersten Erdbohrer aufstellen, weil ich will jetzt wissen, was da rauskommt. Die anderen sind für die Zerkleinerung da, aber nehmen wir mit. Danke. Nein, abbauen. So. Okay. Ich wusste doch, ich habe da irgendwas Seltsames mal gesehen. Also, wenn ihr das mal braucht, das Osmium, in dieser Höhle rein. Ihr landet ja hier vorne. So, dich brauche ich hier auch nicht mehr. Beziehungsweise, ich nehme die da vorne mit. Da landet ihr ja. Also, irgendwann braucht ihr Osmium. Dann bauen wir uns jetzt schon mal eben den Erdbohrer. Hier fange ich jetzt an, die Dinger mitzunehmen. Das ist ja alles Eisen. So, dich brauchen wir auch nicht mehr. Jetzt bin ich auch schon voll. Was haben wir hier nochmal für eine Schweinerei drin? Nehmen wir auch mit. Gut. Hier noch irgendwas drin? Nein. Gut. So, beim nächsten Dings nehme ich dann die ganze Kapsel mit. Können wir ja da oben integrieren. Und dann kann hier alles voll laufen. Wenn es voll läuft. Aber da müssen wir noch ein bisschen warten. So. Das heißt, erstmal räumen wir jetzt den Kram hier weg. Dann gucken wir uns das mal alles an. Magnesium haben wir nicht. Titan besitzen wir. So, mein Kobold haben wir. Aluminium, gut. Bauxit, Stoff. Stoff ist nicht dabei gewesen, nein. Schwefel haben wir auch nicht dabei gehabt. Wir haben aber das Eisen. Füllt sich. Radium hatten wir auch nicht dabei, aber das Uran haben wir dabei. Und
Silizium haben wir dabei. Wir können mal im Chip einlösen. Vielleicht gibt es dann was Besseres. Glaube ich zwar nicht, aber... Ach, Geländer. Toll. Na, ist egal. So, dann bauen wir den Bohrer. Ich will wissen, was da rauskommt. Also, das haben wir alles. Aluminium, Titan, Superlegierung. Superlegierung war hier vorne. Zack. Und Aluminium und Titan haben wir hier hinten. Zack. Da. Vor meiner Nase. So. Bohrer setzen. Wie viel Strom braucht der? 34. Die würde ich ja wohl locker haben. Ja. So, mein lieber Bohrer. Ich fange jetzt einfach hier mal an und will wissen, was du mir hier rausgibst. Dolomit. Ah, das gibt er mir raus. Dolomit. Das heißt, ich habe immer die Grundstoffe bei mir. Weil, Dings, gut, er macht mir hauptsächlich Kobold, aber... Das machst du hier. Interessant. Aber du machst es nicht nur rein, oder? Ich muss warten, bis die ersten Sachen drin sind, was er noch Nebenprodukt hat. Gut, dann macht das schon mal Sinn. Macht er das auch mit Schwefel? Einmal Sauerstoff tanken. Ich will das wissen, ob er dann auch hinten beim Schwefel irgendwas oder nicht abreißen. So, Essen haben wir. Sauerstoff nehmen wir mit. Gut. So, jetzt gehe ich mal da hinten hin. Ich will wissen, ob er irgendwas... Bei der alten Map hatten wir ja immer im jeweiligen Gebiet, wo wir waren. Das machte er. Jetzt gucken wir uns mal an, was er beim Schwefel macht. Das ist jetzt hier so eine Art Wissenschaftsaufgabe für mich. Ein kleiner Wissenschaftler. So, das hier ist definitiv Schwefelgebiet. Jetzt wollen wir mal gucken, ob er hier wirklich das tut, was wir denken. Aha. Hier macht er Schwefel. Hier macht er Schwefel. Gut. Im Schwefelgebiet macht das Schwefel. Also das ist dann auch wie bei früher bei den anderen. So, dann würde ich mich jetzt da oben nochmal im Hemd begeben. Ob er mir jetzt da das Bauziel gibt oder ob der mir da... Alles für die Wissenschaft, Leute. Alles für die Wissenschaft. Weil dann kann man entsprechend planen und gezielt die Sachen setzen. So, die Dinge können wir ja wegsprengen, dann kriegen wir ja. Aber ich hatte ja hier dieses andere Zeug gefunden. Gibt's denn? Ah, hier ist was. So. Nach und aha, also da müssen wir genau gucken, wo wir was hinpacken. Interessant, dann wäre es ja klug,
das Ding da hinten hinzupacken, wo ich schon alles weggeerntet habe. Bis wir uns dann überall die Dinger leisten können. Ja. Gut. Dann mache ich jetzt mit euch noch einen Test. Ich sage ja, das wird ein bisschen von der Zeit her, aber ihr seid auch neugierig, ihr wollt es auch wissen. Habe ich hier nicht eine Kapsel gehabt? Da. Und ich habe das eine ja geplündert, was ja die viel besseren Rohstoffe mir gibt. Das Superlegierung und so weiter. Also da macht er das Boat Seed. Da macht er Dings. Jetzt will ich noch wissen, ob er das andere da hinten noch abbaut. Das wäre jetzt natürlich auch noch eine spannende Frage. Weil das finde ich gerade sehr, sehr spannend. Das Bauxit kann ich mal eben kurz hier abladen. Und dann reisen wir sofort weiter. Das behalte ich ja am Mann, sonst kann ich ja gleich das Ding nicht aufstellen. Da mal eben hin. Ich habe heute mal Bock auf den Kürbis. Danke. Zwei Flaschen Wasser mit, das reicht. So, jetzt will ich noch wissen, ob wir das andere hier hinten noch abbasteln können. Ist eine kleine Fahrt. Vielleicht schneide ich auch gleich hier mal eben raus, wenn ich hier rüber fliege. So, hier sind wir wieder. Oder wir sind jetzt angekommen. Und jetzt würde es mich einfach interessieren, was machst du hier? Das ist hier so und Eisen. Hier gibt er mir nur Eisen. Okay. Wenn wir weiter reingehen. Also hier kriegen wir das Zeug nicht. Uran ist hier, das wissen wir, aber hier kriegen wir dieses nicht. Schade. Also müssen wir noch rausfinden. Aber gut, dass ich es getestet habe. Dann habe ich es jetzt aus dem Kopf, kann ich es rausnehmen. Weil das ist für mich ja jetzt hier nicht mehr dann. Kannst du es eh nicht drauf bauen, alles klar. Gut. Hey. Dann haben wir den Test einfach mal gemacht. Aber wenn ich da hinten Bauxit kriege, da das Dolomit, dann würde ich ja wohl das Uranit irgendwo auch abbauen können.
Also hier gibt er mir nur Eisen aus der Höhle. Das ist schon mal sicher, wie das Amen in der Kirche. Nur ich brauche die anderen Sachen dann auch irgendwann. Das finden wir alles noch raus. Also zwei Sachen haben wir schon. Er macht die normalen Stoffe und er macht die Sonderstoffe hier, die wir haben. Also dieses. Ja, mal gucken, wenn wir den anderen haben irgendwann, dass er dann gezielt. Also die Stufe 3 kann, war, glaube ich, ganz gezielt. So, dann ist egal. Dann lasse ich ihn hier erstmal laufen. Weil Grundstoffe brauchen wir sowieso erstmal. Super. Ja. Lass mal laufen. Und dann sehen wir auch, was er als Nebenprodukt vielleicht macht. Wenn der ein Nebenprodukt oder ob er nur noch rein das hier rausholt. Das wäre natürlich auch super. Gut. Haben wir zwei nur gebraucht, keine drei. Alles klar. Ist ja auch nicht so schlimm. So, Leute. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Bisschen was gelernt aus diesem Spiel wieder. Und ich hoffe euch auch. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Morgen, schönen Abend und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.